Um tolerant zu sein, muss man die Grenzen dessen, was nicht tolerierbar ist, festlegen. Umberto Eco, Die Zeit, 5. November 1993. Resolution 217a der UN-Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Präambel. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen zu gewährleisten. Was bedeutet für dich Toleranz? Ich glaube, die Toleranz ist eine Haltung von Leuten gegenüber den anderen Leuten, zum Beispiel gegenüber der Kultur, der Religion, Nationalität, Rasse. Für mich bedeutet Toleranz oder tolerant zu sein, dass ich andere Menschen, andere Meinungen und anderes Aussehen akzeptiere. Für mich das Begriff von Toleranz bedeutet, wenn Leute mit anderen leben, das sind unterschiedliche von sie und sie probieren nicht zu den anderen verändern. Das kann gut sein und oft es ist gut, aber es kann auch schlecht sein, natürlich. Ich glaube, dass Toleranz eher ein individuelles Phänomen ist, dass also bei jedem die Toleranz woanders liegt und das scheint damit zusammenzuhängen, was man akzeptieren kann. Prostitution zum Beispiel kann ich persönlich akzeptieren. Ich finde es okay, wenn jemand seinen Körper darbietet und dafür Geld bekommt. Damit habe ich kein Problem. Ich akzeptiere das, also kann ich das auch tolerieren. Also Toleranz, das, was ich akzeptieren kann. Artikel 3. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Für mich ist der Begriff Toleranz, Frieden, Toleranz zwischen Rassen, zwischen verschiedenen Völkern, zwischen verschiedenen Kulturen. Das bedeutet für mich Toleranz. Toleranz ist für mich, was man oft akzeptiert, obwohl man sich nicht damit einverstanden ist. Toleranz bedeutet für mich, jedem seinen Glauben und sein Denken und seine Ansichten zu lassen. Artikel 18. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Kennen Sie ein Problem in der Welt, das nicht tolerierbar ist? Ja, ein Problem ist Gewalt in der Familie. Und es ist wirklich ein Problem, weil der Familie soll ein sicherer Platz sein. Und wenn Leute können nicht sicher zu Hause sein, sie können nicht sicher sie können nicht sicher sein. Und wenn Leute hat Angst, wenn Leute, sie können nicht gut leben. Und es ist im Allgemeinen nicht gut. Artikel 25. Erstens. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen. Zweitens. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. Nicht tolerierbar ist, wenn die andere Meinung zum Beispiel oder das Handeln von jemand anderem wiederum andere Leute verletzt. Zum Beispiel das Töten von Menschen kann ich nicht tolerieren, weil ich das nicht akzeptiere, dass jemand einen anderen Menschen einfach tötet, weil er Lust dazu hat. Mit welchem Recht macht er das?
Artikel 5. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Ich glaube, es gibt viele Probleme mit dem Toleranz. Ich glaube, die Toleranz ist überall. Und zum Beispiel ein Problem kann sein, zum Beispiel die extrem religiösen Länder. In diesen Ländern können wir den Unterschied zwischen dem Mann und Frau sehen. Artikel 2. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Ich finde, es ist nicht tolerierbar, Menschen zu erschießen oder umzubringen oder zu foltern, nur weil sie eine andere politische Auffassung haben. Misshandlung von Kindern zum Beispiel ist ein großes Problem. Auch Unterdrückung von anderen Kulturen. Ja, das ist nicht tolerierbar. Was kann man zum Beispiel machen, um das Phänomen Prostitution einzuschränken? Vielleicht nichts, ja. Aber es betrifft Beschneidung und Rassismus, das müsste verschwinden. Wir leben heute in einer globalisierenden Welt, wo alle mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Extreme Toleranz kann ins Gegenteil umschlagen. Margot Käßmann, deutsche Theologin, Rheinische Post, 15. November 2006. Peace forever and viva Toleranz!